Let's play! Yeah, awesome! Super, kennt ihr schon den ultramäßig gigantischen fliegenden Bowser? Hier ist er, yeah! Na okay. Ja, herzlich willkommen wieder bei Super Smash Bros. Melee. Wir sind im Adventure-Modus, wie ihr sehen könnt. Bam! Und ich bin hier aus einem Grund, zwar und ich will bei einer Sekundenzahl von 2 durch das Ziel gehen. Das meine ich so, und zwar weil, wenn man bei einer Sekundenzahl von 2 durchs Ziel kommt, dann schaltet man was frei, ja. Und was meine ich bei einer Sekundenzahl von 2? Alle Zahlen da oben, in diesem Timer da oben, den ihr seht, sind egal, außer die einstellige Sekundenzahl. Die kreise ich gerade mal ein. Die muss auf 2 sein, auf egal was für eine 2. Und da gehe ich jetzt mal durch beim Ziel. Yeah! Und was passiert dann? Das werden wir jetzt sehen. Oh yeah. Oh Mario! Oh, oh, oh! Luigi! Yay! Okay. Ja, Luigi ist da. Und jetzt kann man auch langsam mal so kapieren, was ich eigentlich freischalten will, ja. Jedenfalls töte ich den und den und den und das war's dann auch irgendwie schon fast. Panzer! Oh, Pokéball! Arcticuno! Hat nichts gebracht. Frisst das, Bruder! Nein! He has pwned himself! Yes! Okay. Das wurde gemacht. Den Rest des Adventure-Modus schneide ich raus. Bis gleich! Yay, Final Destination! Oh yeah! So, dann kämpfen wir jetzt Bowser gegen Bowser! Oh yeah! Hua! Stirb! Stirb! Bowser! Nein, ich habe Prozente gekriegt! Oh Gott! Stirb! Oh, du Arsch! Oh, schade. So. Jetzt aber. Oh Gott! Okay, er ist tot. Okay, das war. Ich hab 0%. Yay! Ich bin auch einmal gestorben, aber es hielt das kein weiter. Wow, da fliegt Bowser. Oh yeah! Zaum. Und da kriegen wir die Bowser-Trophäe. Yay! Jetzt haben wir schon 3. Falco, Mario und Bowser. Oh yeah! Hui! Und 1/12. Also, ne, das war schlecht. Egal. Bowser! 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 Bowser, Bowser, Bowser! Yeah, this is Luigi! Guckt euch seine Körperhaltung an. Oh yeah, das ist Disco Luigi! Oh Gott! Und eine Stage, die kennen wir auch noch nicht. Ah. Faust, Digga! Komm! Wow! Wow! Ah, komm! Yay! Yeah. Ich hab Birdo gekillt! Haha! Der grüne Kämpfer, Luigi, ist einsatzbereit. Du hast die Bowser-Trophäe erhalten. Oh yeah! So sieht es aus! So sieht es aus! Und dann machen wir weiter mit den Event-Matches! Wo wir jetzt mittlerweile schon bei Numero 28 Glutschkugel erheuer. Ah, nee! Das habe ich ja letztes Mal, das war das mit den Kirbys. Das irgendwie nicht richtig geklappt hat. Das muss ich offscreen machen. Gandalfs Auftritt. Verbünde dich mit Zelda und besiege das Böse. Oh ja, Gandalf ist auch in dem Spiel. Haha. Link. Also wir können keinen Charakter auswählen, aber wir sind Link. Link ist ein guter Charakter. Und wir haben Zelda. Bäm. Ah, Gandalf stirbt. Den Kampf habe ich auch relativ schwer in Erinnerung. Vielleicht liegt es daran, dass Ganondorf 2 Leben hat und wir jeweils nur 1 und keiner von uns beiden darf sterben. Ja, das ist super toll. Super toll. Come on. Danke, Sheik. Guter Kombo. Nice. Nice, nice, nice. Oh ja. Yeah. Ah. Nein. Das haut uns gerade weg.
Was ist das, Bruder? Nein, Sheik, was wirfst du die zu mir zurück? Gut gemacht, sehr gut gemacht. Ich nehme mir die Kanone, gut. Dann geh du voraus. Ich gebe dir Rückendeckung. Was ist das, Bruder? Ah, oh, der hat die Kanone ausgewichen. Komm hier rein. Yes, ah. Da rein. Yes, einmal tot. Gut, super. Das hat doch funktioniert. Ah. Okay. Nein! Wehe, du stirbst, Zelda! Wir müssen ihn noch einmal töten. Okay. Gut. Schön. Oh! Das war ein harter Schlag. Pass auf, Zelda! Nicht sterben! Gut, gut, gut. Stirb! Oh yeah! Gewonnen beim ersten Mal! Yeah, success! Und ein neuer Herausforderer erwartet dich. Es ist Ganondorf mit seinem Schwert, das er aber nie benutzt. Yeah! Ja, er benutzt das Schwert nicht, aber er zeigt es da gleich im Intro. Jetzt muss ich allerdings das hier noch schaffen. Bam! Yeah! Stirb, Bitch! Bombe! Oh, yeah! Easy going! Ein böser Bursche ist aufgetaucht. Ganondorf erwartet deine Befehle. Ah, yeah, Außerkampf Nummer 3. Ratet mal, welchen Charakter ich nehme. Ich boah, die erste Reihe ist übertrieben voll. Okay, die erste Reihe ist vollständig, um es ehrlich zu sagen, genau. Wir haben Dr. Mario, Mario, Luigi, Bowser, Peach, Yoshi, DK, Captain Falcon und Ganondorf. Große Frage, nehme ich Luigi, nehme ich Ganondorf? Ich nehme wohl erstmal Ganondorf. Kurzum ist er eigentlich nur ein Captain Falcon in langsamer und stärker. Ja, so könnte man Ganondorf gut beschreiben, glaube ich. Ja, das war ein Volltreffer. Und der heißt nicht Falcon Punch, sondern er heißt Hexer Punch oder so. Oder Hexer Schlag oder wie auch immer. Baseballschläger. Du nimmst den nicht, garantiert nicht. Oder habe ich den? Ne, ich habe den nicht. Fick dich! Wo ist der Baseballschläger hin? Oh ne, jetzt kann Kirby auch so einen Hexerpunch. No! Yeah! So, Nummer 2. Ise Klimas. Ne, Pikachu. Ha, ich drehe doch zurück. Hättest du nicht gedacht, ne? Bam! Bam! Oh yeah! Ich mag Captain Falcon Ganondorf. Tolle Charakter. Ja, danke, Kapsel. Ey! Ey, Pikachu! Tschüss! Rast du nicht aus! Alter! Ist das Profi-Pikachu oder was? Guck dir, was das macht! Alter! So, frisst das, Bruder. Bevor die Bombe explodiert, werf die! Immerhin habe ich noch getroffen. Hm. Glück im Unglück. Okay. Ness. Komm. Komm runter, Ness, und. Oh. 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 Komm her. Und ja, komm. Nö, das war die falsche Attacke. Kirk! Ha, und voll aus dem Bild. Shit! Okay, das ein Wort mit X. So, machen wir das gleich einfach nochmal mit Luigi, mit Luigi, Super Luigi, Luigi Time. Yeah. Yeah.
So, da bin ich wieder bei den Eisklammers. Yay! Und zwar diesmal mit zwei Leben und Luigi. So, ich sollte vielleicht sagen, Luigi ist natürlich so ein ähnlicher Charakter wie Mario. Genauso ähnlich wie Ganondorf zu Captain Falcon, ja. Und da habe ich nicht gewonnen, okay. Jedenfalls hat er ein paar Änderungen. Und zwar zum Beispiel, sein Feuerball geht gerade in der Luft. Also nicht auf dem Boden. Der schwebt sozusagen. Und er hat eine richtig relativ Imba-Attacke. Und zwar, wenn man nah an den Gegner dran steht und, wow, B oben macht, den B oben Sprung, dann passiert sowas, na, muss auch nah dran stehen, so wie bei Pummeluft. Dann fliegt der Gegner relativ hoch, ja. Also ist so eine Attacke wie bei Pummeluft, nur nicht ganz so stark, ja. So, dann würde ich sagen, aha, machen wir doch nochmal Stadium und ein Target-Test, yeah. Und zwar den mit, den Ice Climbers, yay. So, das ist der Ice Climber. Das ist der eine Ice Climber. Der Pepe oder so. Jedenfalls, ja, man ist nur ein Ice Climber und diese Plattformen gehen kaputt. Aufpassen, dass man nicht den weghaut, wo man gerade draufsteht. Man kann auch diese Attacke machen, ja. Dann gehen die gar nicht kaputt. So, dann springen wir hoch. Yay! Und dann springen wir höher. Wie halt im alten Ice Climber-Style-Level. So, der weg. Hui! Komm, den kriege ich auch. Ja, geht doch. So, yeah! Springen wir hier hoch. Machen den kaputt und hier drauf landen. Oh, das war super. Und das war. Oh, das war auch kaputt, okay. Berg. Na. Bam! So, dann springen wir hier und dann der letzte ist am Adler. Ja, wo auch sonst. Komm. Adler. Okay, das war knapp. Natürlich fliegt er auch zur anderen Seite rüber. Wo ist er jetzt, der Adler? Da, okay. Yeah! Dem Adler gegen die Klöten hauen. Okay, super. Das hat Spaß gemacht. So, und ich würde sagen, das war's dann für diese Folge von Let's Play Super Smash Brot Melee. Ja, ich bin Brötchman Blark. Yeah, hallo und herzlich willkommen bei Super Smash Bros. Melee. Und wie ihr seht, ja, bin ich wieder im Adventure-Modus. Und zwar, um hier was Tolles freizuschalten. Erstmal die Bombe ausweichen hier. So, und zwar genau, wenn man dieses Level mit einer... Na! Fuck!